So. Schätze. Dann brauche ich jetzt... machen wir es so. Priester, Recke, Priester, Recke. Sehr schön. So, noch ein Priester. Achso. Ich hätte erst den Priester machen sollen. So, Priester, Speer, Recke, Recke. Training, Training. Wieder 3 Punkte. Na, ich brauche aber 4 für Frieden und Beute. Hier könnte ich mich dann hingraben und noch Sachen wie das Arcanum und so hinsetzen. Muss doch gucken, wo ich meine Spelunke hinsetze. Also ich setze da meine Spelunke hin. Hier habe ich auch noch Platz. Okay, aber erst einmal. Das muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, ich sollte erstmal die Werkstatt freischalten. Das ist eine gute Idee. Und auch die Waffen dazu. Das hat Vorrang, glaube ich. Ah, Frieden und Beute hätte eigentlich Vorrang haben können, aber egal. Oh, ich weiß was. Baal, mal hier hin. Und mach mir Explosionstotane. Ah, 2 Punkte. Ah, weil ich auch eine Dungeon-Stufe erreicht habe. So. Ein paar Sprengtruthähne, die zählen ja als Fallen. Und dann kann ich meine beiden Trupps losschicken. Erstmal hätte ich sie essen schicken sollen. Hm. Gut, wenn sie wieder da sind, dann haue ich hier erstmal alles um. KGD-Agenten. Wir kriegen alle 3 mal eine Extraktor-Markierung. Und wir haben genug, um wieder Material umzuwandeln. So, mal überlegen. Hier kann ich nicht mehr dran bauen, also muss ich hier so den Gang bauen. Am besten baue ich ihn hier knapp runter, dass ich hier Platz für... Für was eigentlich? Schmiede und Arcanium hätte ich gerne da unten. So, da Trupp 1 wieder da ist. Können die mal ordentlich reinhauen in diese Sapsche. Ganz ehrlich, ich frage mich, was Imps in der Hölle zu fressen kriegen, wenn sie sich über solche Gerichte so sehr freuen. So, jetzt drängeln wir mal ein bisschen. Kommt er zu uns? Hat er uns bemerkt? Komm. Und die Okkuli haben mich auch bemerkt. So. Rote Succubus. Und alles. Alles geschmeidig. So, hier wollte ich runterbauen. So. Und dann brauche ich erst einmal hier eine Werkstatt. Hm.
Die habe ich schon freigeschalten. Als nächstes brauche ich das Arcanium. Da war ich ein bisschen unvorsichtig, was die Materialien anging. So, gib mir noch mal 10. Ah, sehr schön. Frieden und Beute wollte ich als nächstes und dann das Arcanium. So, besetzt das mal. Dann spendieren wir jetzt jeder Einheit mal eine schicke Rüstung. Und wenn was übrig bleibt, kriegen die Nahkämpfer auch noch Waffen. So, genau. Oh, und wir sind wieder auf dem ordentlichen Stand, was die Materialien angeht. So, 4 Punkte fürs Arcanum. Das geht wirklich Schlag auf Schlag. So. Alle haben ihre Rüstung, dann können wir jetzt Höllenhunde killen. Dich vieren wir mal weg, dann nervst du nicht. Oh, da war was knapp. Das war ein Priester sogar, der fast draufgegangen ist. Na komm, helfen wir mal ein bisschen beim Heilen. Here I go again. Und mal wieder ein Albino-Rattenmensch. Die ist hier Point für Mana-Einsatz. Wie heißt dein Viecher eigentlich? So. Kann ich sehen, wie die kleinen Viecher heißen, leider. Das hätte mich gerne mal interessiert. So, Extraktor. Und gegen euch beide kommt Baal auch alleine an. Eine ist schon mal tot. Gut. Wählen wir mal euch fertig mit Waffen aus. Und sieht aus, als hätten wir eine neue Rune bekommen. Puh. Das ist die Frage. Schicken wir mal, soll ich meinen Trupp auf eine Zweierschatzmission schicken? Die gleich in der Nähe ist. Ja, machen wir das einfach mal und euch dahin und dann gucken wir mal da rein. Die Ingenieure sind eine Bogenschütze, die sind nicht ganz so hart. Schalten wir erstmal die Bogenschützen aus. Genau. Sehr schön. Jetzt muss ich noch die Scheusale mit ihrer Succubus-Herrin loswerden. Aber ich kann schon mal wieder graben. So. Das war eins zu viel des Guten. Mhm. So. Ach, graben wir einfach noch hier runter. Gut. Kommt da die Spelunke hin? Oh, ich brauche außerdem noch eine zweite Küche. Okay, kommt neben die Spelunke die Küche. Hm, hier kann ich an irgendeine Ecke noch irgendwas setzen. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, die Schatzkammer, die muss ich auch noch setzen. Habe jetzt erst einmal das Arcanium. So. Oh,
Und machen wir noch so einen Gang. Da kann ich vielleicht hier unten die Schatzkammer. Ne, der Gang ist jetzt, glaube ich, schon zu lang. Zieht mal wieder los. Wo ist nochmal mein... Da ist meine Festung. Ah, ich denke mal, Trupp 1 kann ich jetzt auch auf eine 2er-Materialmission schicken. Überfälle, Helden extrahiert. Fehlt noch einer. Ah, aber wir haben schon mal 4 Punkte für den Schreckensfürsten. So. So, jetzt kann ich mal kurz gucken. Also hier passt eine dran. Hier habe ich mich um ein Feld vertan. Dann kommt sie halt hier dran. Dann führt der Gang halt ins Nirgendwo. Verwirren wir die Gegner halt einfach ein bisschen. So. Trupp 2 sollte mal wieder was essen. So, währenddessen erstelle ich schon mal Trupp 3. Wenigstens die erste Einheit, nämlich einen Berserker. Ja, der Gang ins Nichts. Kann passieren. Ah, wir haben genug. Schon mal für einen Priester. Jetzt fehlen nur noch 5 für den Schreckensfürsten. Das war jetzt sogar schon eine 2er-Materialmission. Ja, genau die da nämlich. Dann schicke ich den ersten Trupp auch gleich nochmal auf eine 2er. Ob's den zweiten Trupp wollte ich eigentlich schicken, egal. So, Schreckensfürst bitte. Ah, Dungeon-Stufe. Ah, da fällt mir ein. Also erst einmal natürlich eine Recke. Falle. Noch eine Falle. Für die brauche ich 3 Punkte. Da habe ich meine 3 Punkte. Sehr schön. So, eine Quetschfalle. Und eine Matschfalle. So. Gut, Fallen sind gelegt. Wie gesagt, vielleicht kriege ich genug Punkte, um die ja auch noch freizuschalten. Was ich aber dann sehen werde, wenn es soweit ist. Erst einmal ist jetzt der Trupp fertig. So. So. Und so. Zum Trainieren mit euch. Hm, ihr seid Stufe 3. Könnt ihr jetzt mal was essen gehen? So, so. Stellen wir genug Fallen auf.